Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Herthaus, eurem Spezialisten für exklusive Hausgeräte aus der schönen Bierstadt Einbeck in Südniedersachsen. Wir sind unter anderem Häusler Fachhändler und wollen heute mit euch die fette Bämme backen. Ein Roggenvollkornbrot mit mächtig Wumms und viel Geschmack. Wir nutzen dafür den Primus Elektro Steinbackofen und die Alpha 2G Knetmaschine. Die Zutaten in diesem Video sind für ein Brot gedacht. Der Teig für unser Brot besteht aus drei Bestandteilen. Der Vorteig oder genauer gesagt der Sauerteig, dem Quellstück und dem Hauptteig. Für unseren Sauerteig verwenden wir 300 Gramm Roggenmehl vom Typ 997 und 300 Milliliter lauwarmes Wasser oder besser noch Kümmel-Koriander-Tee und einen Esslöffel Anstellgut für die Neuansteiger des Brotbackens. Das ist eigentlich unsere Sauerteigkultur, die wir uns gezüchtet haben. Wie wir so eine Kultur ansetzen, zeigen wir euch in diesem Video. Für unseren Vorteig verrühren wir zuerst das Roggenmehl mit dem Wasser bzw. dem Tee und dem Esslöffel von unserem Anstellgut. By the way, wir verwenden lieber den Kümmel-Koriander-Tee. Er macht den Sauerteig bekömmlicher und ist einfach herzustellen und gibt unserem Brot einen besonderen Geschmack. Durch die Dosierung als Tee schmeckt ihr den Kümmel und Koriander gar nicht raus. Für die 400 Milliliter Flüssigkeit, die wir für dieses Brot benötigen, nehmt ihr einen Teelöffel Kümmel und Koriandersaat. Füllt diese in einen Teebeutel ab und lasst das für 30 Minuten im heißen Wasser ziehen. Dann die Gewürze entnehmen und alles noch einmal ca. 20 Minuten abkühlen lassen. Fertig! Die Zutaten verrühren wir nun in der Alpha 2G 2 Minuten auf Stufe 1 zu einem homogenen Teig. Den Vorteig lassen wir 24 Stunden in einer Gärbox oder in einer verschließbaren Schüssel, zum Beispiel wie dieser, gehen. Kommen wir nun zu unserem Quellstück. Dazu nehmen wir 30 Gramm Sonnenblumenkerne, 30 Gramm Leinsamen sowie 40 Gramm Kürbiskerne. Wir geben alles in ein Schälchen und übergießen es mit 100 Milliliter lauwarmem Wasser bzw. unserem Tee. Das lassen wir jetzt ungefähr eine Stunde aufquellen. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir können uns dem Hauptteig zuwenden. Für diesen brauchen wir noch 300 Gramm Roggenvollkornmehl, 1,5 Teelöffel Salz und 20 Gramm dunkles Backmalz. Zuerst geben wir unseren Sauerteig in die Rührschüssel, dann das Mehl, Salz, das Backmalz und zum Schluss noch das Quellstück. In der Knetmaschine lassen wir den Teig 5 Minuten auf Stufe 1 durchkneten, anschließend auf Stufe 2 noch einmal 2 Minuten auskneten. Während unser Teig nun ruht, heizen wir unseren Primus Steinbackofen vor. Stellt dazu die Oberhitze auf 280 Grad und die Unterhitze auf 190 Grad und schaltet den Ofen ein. Die Aufheizphase dauert ungefähr 1,5 Stunden. Wann der Backofen die Temperatur erreicht hat, erkennt ihr daran, dass die obere und untere Kontrolllampe erloschen ist.
Dann stellen wir den Backofen aus und lassen ihn noch für 30 Minuten abstehen, dass sich die Hitze in den Stein gleichmäßig verteilen kann. Um eine leckere Brotkruste zu erhalten, erzeugen wir kondensierenden Wasserdampf. In Fachkreisen heißt es auch Schwaden. Dazu eignen sich zum Beispiel ein kleiner Gastrobehälter oder ein Heizungsbefeuchter aus Edelstahl. Und diese werden mit Metallkugeln oder Stein befüllt. Die Metallkugeln oder Steine vergrößern die Oberfläche und wir bekommen dadurch eine große Menge an Dampf. Aber dabei immer schön vorsichtig sein, damit ihr euch nicht verbrüht. Den Teig wirken wir jetzt in eine Langform und lassen ihn in unseren Backformen noch einmal für eine Stunde abgedeckt mit einem Tuch aus Bäckerleinen oder feuchtem Geschirrhandtuch ruhen. Als Finish drücken wir die Teiglinge in Sonnenblumenkernen an. Dazu befeuchten wir sie vorher noch mit etwas Wasser. Nachdem sich unsere Brotteiglinge lang genug ausgeruht haben, schneiden wir sie längs ein und schießen sie dann in den Ofen hinein. Wir gießen jetzt mit einer Kanne ca. 100 ml Wasser in unseren Schwader. Am besten von hinten nach vorne und schließe sofort die Backofentür. Die Backzeit für unsere fette Bämme beträgt 60 Minuten. In Kombination mit einem guten Käse, etwas Schinken und einem tollen Wein oder einer guten Flasche Bier aus unserer Heimatstadt, dem Einbecker Bier, ist die fette Bämme eine wahre Delikatesse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr zukünftig keine neuen Videos verpassen wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Servus, grüß Gott und bis zum nächsten Video.